Jetzt sind wir da bei dir, Privathaus drin, Jürg, gell? Ja. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, weißt, all das Zeug zu sammeln? Ja, das hat in der Schule angefangen, weil ich zuerst ein paar Ski vom Spiegel teilgenommen habe. Ja. Nicht wegen dieser Frau dort hinten, da, wegen dieser Hübsche, wegen dieser Frau, hast du gerade hinter dir dort? Nein, die ist vor meiner Zeit. In der Schule ist, dann bist du ein guter Skifahrer gewesen, oder? Ja, wir sind halt auch praktisch Alltag auf der Ski gewesen, in der Oberstufe. Und dann noch gelaufen? Noch? Oder einfach mit dem Lift? Mit oder? Dem Lift. Dem Lift. Ja. Und welche Ski hast du denn damals? Ja, die ersten waren ohne Kante. Nattenhofer-Ski, die nächsten hatten dann Kanten. Da musste man am Abend jedes Mal irgendetwas leimen oder schrauben. Weil etwas ist einfach immer kaputt gegangen oder an diesen Ski. Das waren nicht so kostlich. Das kann man sagen. Wann hast du denn die ersten mit Kanten? Die ersten mit Kanten? Ja, als ich in die Schule kam, in der ersten Klasse. Und dann hat man immer jeden Abend noch ein bisschen schrauben, gell? Ja, Kanten oder ein Schräubchen verlagern oder ein Stück Kanten weg, oder? Ja. Dann gehen wir da mal rein, hä? Gut. Dann wie viel hast du denn? Du hast 1000 Pärchen, oder? Ja, grösser noch nicht 1000. Ski, hä? Ski, ja. Und ein Haufen anderes natürlich auch noch, ja, hä? Noch, ja. Das sind die ältesten, die sind etwa 1600, das ist ein Lappenski. Da bist du einfach nur reingeschlafen? Nur reingeschlafen und... Bist du mit denen auch schon gefahren? Nein, das war mehr zum Laufen, die Ski, nicht zum Fahren. Und dann, was, 1600 hast du gesagt? Ja. Das ist ja wahnsinnig. Und die anderen, wie alt sind denn die dort? Ja, da kommen die nächsten Eltern sind dann das hier. Aha. Die man bei uns gehabt, so 1890. Die da, ja. Die Meerrohrbindungen. Wie heißen die? Meerrohrbindungen. Aha. Weil das hier ist Meerrohr. Das hast du mit den gewöhnlichen Winterschuhen hier? Ja, mit den Schuhen, mit den normalen oder den Bergschuhen, die du dann hast, oder? Und dann waren es noch... Aber das ist auch mehr, da bist du mehr gelaufen, weißt du, mit den riesen Spitzen, die du da hast. Die sind über 2 Meter, hä? Ja, ja. Aber mit so der langen Latte fährst du schon mal am Nostalgie-Skirennen, ja, gell? Ja, schon. Eben, übst du immer noch ein bisschen, oder? Ja, zwischendrin. Siehst du, der hat hier so gegen die Spitze gebrochen gehabt, der hat hier noch zu viel zum Laufen. Aufgenagelt hatte, fix. Wahnsinn. Und das ist einfach so, weißt du, wie hat man die Krümmung gemacht? Weißt du das von der Fabrikation? Ja, die hast du eingetaucht und heißes Wasser gesotten hast die, und dann hast du es auf eine Form gelegt und wieder trocknen lassen. Und selbst hast du bemüht, gell, um Fabrikation? Ja, ja, und dann die hier zum Beispiel, wenn du vor einer Hütte warst, hast du die immer auf eine Spitze gestellt. Du hast nicht eingesteckt, oder? Ah, ja. Dass, wenn es feucht war und du 2 Stunden in der Hütte warst, hat das wieder getrocknet, oder? Dann ist die Spannung geblieben. Wahnsinn. Woher weisst du das alles? Ja, da aussen war meine Bibliothek, oder? Mit Büchern, Zeug und Sachen. Selber habe ich auch ein Buch geschrieben. Genau. Da kann man auch kaufen, gell? Kann natürlich. Man auch kaufen, ja. Hast du da. Ja. Und so muss man sagen, also, du hast das hobbymäßig gemacht, natürlich, aber es ist inzwischen, würde man sagen, professionell, oder? Ja, ich lebe ja nicht von dem, oder? Das ist einfach Hobby. Ja, schon. Weiterhin, oder? Aber eben dem Buch, da geht es vor allem um Bindungen, auch, oder? Um Bindungen, ja. Von den Anfängen bis 1940. Zum Teil inklusive Patente und die Geschichte darum herum. Und da sind wir jetzt bei dir privat, also im Keller hinein. Aber ja. Sonst hast du natürlich ein Museum, also von der FIS anerkanntes Museum. Gell? Ja, richtig. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben mich ein bisschen undeutlich gehört, dass wir es extra so gemacht haben, ein bisschen Abstand halten, ich habe Masken an, das klingt das halt so. Während dieser Pandemie natürlich kannst du auch nicht da wirklich Besucher empfangen, natürlich, gell? Nein, eigentlich nicht, oder? So wie dich kann ich empfangen, oder? Ja, ja, ja. Dort hinten hast du noch Werkzeug? Da, ja, das brauche ich, weil ich etwas zum Restaurieren habe. Ja. Aber du machst solche Sachen, oder? Du bist handwerklich auch noch gut. Ja, mache ich eigentlich ziemlich viel noch. Ja, das muss fast sein. Also diese Spitze, die haben dann die Spannung jetzt behalten. Du hast immer noch pflegen, oder? Jetzt, wenn sie so sind, dann behalten sie die Spannung. Ja, ja, die bleiben sonst, ja, die werden nicht gerade, wenn es auch ohne die... Ja.
die Vorrichtung. Was ist das auf einer Marke da? Das sind meistens Eigenbaukünste, aber im Jakober Sido, das ist schwer zu sagen. Ja. Und sie sind auch in extrem gutem Zustand. Gell? Das heißt, früher, ich bin noch ein bisschen älter wieder da, aber da hat man nicht schon mal einen Spitz gebrochen, oder? Da hat es kaputt gehabt. Das ist da. Ja, genau. Die das sind ist gebrochen. Das ist ein selber gemachter Ersatzspitz, das wenigstens hast du runterfahren können. Ja. Den Rest noch. Wie ist denn mit Fahren, weißt du, so ohne Kanten und nichts? Ja, das ist natürlich, früher hast du nur keine Piste gehabt, nur weichen Schnee, oder? Dann geht das schon ohne Kanten, oder? Ja. Aber auf einer heutigen Piste, wenn du das Gefühl hast, sie sei weich mit den normalen Ski, da rutschst du nur so Zeug rum. Aber bei dir habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dort, also bei dir, also du bist noch saumässig sicher dort. Also braucht das noch spezielle Kondition oder speziell irgendwas, was gewöhnt ist? Du musst einfach die Technik ein bisschen wieder, oder wie früher, hoch, tief. Und das ist nicht mehr wie heute mit den Carving-Ski, wo du noch ein bisschen reinlegen und dann geht es rum, oder? Ja, da hat auch schon ganz, ganz einen Haufen Sachen. Was hast du jetzt, nach welchem Gesichtspunkt? Hast du das ausgewählt? Hast du das, was du hier gelassen hast und das, was du dann eben das Museum, das du hier hast? Ja, das im Museum habe ich zum meisten fast doppelt, was ich dort habe. Und da. Da ist, eben das hat er gesagt, das sind also etwa die Ältesten. Denn da ist die Skifabrik Jakob und Glarus, die mit dem Brandstempel dort jetzt nur bis 1904 geht. Nachher haben sie Glarona geheissen. Und das ist zum Beispiel Backen aus Kupfer. Mhm, ja, genau. Also, hätten sie als gar keine Ahnung. Das hier zum Beispiel, das sind Amstutzfedern. Die ist hinten am Schuh. Also da kommt ein Riemen drum um den Schuh. Und hinten am Ski ist ein Hökli zum Einhängen. Dann ist das wie ein heutiger Fersenautomat, du Vorgänger kannst sagen, oder? Da sind wir das Ski-Pab am Fuss gewesen. Vor welchem Jahr ist denn da? Die ist etwa 1929 so. Hast du selber ein Patent mitentwickelt oder verbessert? Nein, habe ich nicht. Hast du bei dir selber dann so? Nein. Ja, das eben nicht. He? Du hast so die Ordner, hat mich schon lange mal interessiert. Ist mir schon klar, du hast das Buch, das sind alles deine Recherchen hier. Ja. Wahnsinn. Ja, du bist ja noch Coiffeur, gell? Also, kann man sagen, zeitweise fast nebenbei. Also, weißt, hat denn das im Coiffeur, da ist man sich gewöhnt, ja, mit Kunden zu reden und so weiter. Ist das auch noch ein Vorteil für dich? Einfach, ja, nicht unbedingt. Nicht? Es hat ein paar Deal gegeben, wo du mit reden, ist man draufgekommen, oder? Und dann hat er heute auch noch das oder selber, oder denn die einen haben nur immer gehabt. Gehabt haben sie eh nicht. Woher hast du es denn bekommen? Ja, früher auf dem Flohmarkt, Sperrgut, nachher im Internet, aber dort ist das ist auch ausgesogen. Mhm. Da gibt es auch nichts mehr. Und gell, es gibt weltweit nicht viele so Fiss-Museum, die einen Award bekommen haben, jetzt wie du? 34 gibt es weltweit. In 12 Ländern, hä? Ja. Bist du in der Schweiz, hat es noch mal eins? Ja, Davos ist noch. Ja. Und ich, das hat schon noch einen Skisammler rum, aber die sind nicht... Nicht von der Fiss, denn, oder? Hast du denn das Davos noch bezüglich? Also ist das so der Grund, warum die Davoser einmal dort mal zum Nostalgie-Skirennen ankommen? Ja, die sind. Ja, ich bin dort bei 10 Jahren bin ich dort am Helfen ausstellen gewesen, oder? Mhm. Und dann ist mir das dann zu viel geworden. Ja. In diesen Schachteln innen, das sind alles Kleider. Das sind Skikleider. Eben, das gehört auch dazu, gell? Gehört auch dazu. Ja, vor dem Nostalgie-Skirennen tust du den noch vermieten, oder? Ja, auch. Aha. Aber ja. Die hier kommen, die haben bald alle selber ihre Ausrüstung. Wir haben jetzt den 30. Januar, gell? 22. Wir hoffen, die Pandemie löst langsam ein bisschen locker. Und ich glaube, das erste Mal jetzt in 3 Jahren werden im März wieder ein Nostalgie-Skirennen, oder? Ja, kann es gehen. Gehst du wieder? Ja, wenn es denn so weit ist, schon. Das ist eine Skibindung, das ist eine Tourenbindung, die man auf die Normalbindung hinmachen kann, zusätzlich hermachen kann. Und die heisst Al Chaco. Die ist in der Liste hier zur Ratz gemacht worden. Al Chaco heisst Albertin Schauwalder Kohler.
abgekürzt. Weißt du, wie bist du auf die Recherche gekommen? Das ist ja alles nicht so einfach. Ja, da, wo ich angefangen habe, hast du ja noch diesen und jenen fragen, der das noch mitgemacht hat, oder? Ah, ja. Und die sind natürlich jetzt alle weggestorben, oder? Was ist Sebriemen? Sie haben schon 1600, oder was? Nein, das ist, wir sind so 1890, ja. Das ist eine Pilgeri. Ja. Das ist eine Lilienfelderbindung. Die hat eine Längsfeder drin. Und die hat die Platte, gerade als Feder weiterlaufend, oder? Also was heisst das? Weiter? Ja, das ist so gleich die Federn, die hier in dieser Büchse weiterläuft, ja. Oder? Ja. Und hier läuft sie einfach längs. Und da bist du einfach hinten mit dem Schuh verstellt, bis zu Ferse, der Absatz da war. Und dann habe ich das hast du aufgezogen und angemacht. Und hier ist mit dem Schuhspitz, mit der Zehe vorne rein, oder? Und dann hast du ziemlich weiche Schuhe gehabt, gell, damals? Ja, damals schon, ja. Man hat jetzt einen Doppelgeschnürte gegeben, oder? Ja, das ist erst in den 50er Jahren ist das aufgekommen. Hast du denn diese Bindungen noch gehabt, jetzt wie da? Nein. Auch nicht? Nein, das ist 1800. Ach so. 1896, so. Ja. Und der die erfunden hat, hat das Seil nachgemacht, der Pilgeri. Also geistiges Eigentum ist da gegangen. Ist schon Vorarlberger gewesen, oder? Ja, von Bregenz. Ja. Und der war von Lilienfeld gewesen. Jawohl. Und dann haben die da miteinander gekiefelt. Was jetzt, er hat ihm da das Wissen gestohlen, oder? Hoi, ja. Und das ist dann zum Teil so weit gegangen, die Anfeinderei, bis vor Duellieren dazumal. Das ist eine Bergendalbindung, das ist eine Langlaufbindung, 1917. Jawohl. Und das ist jetzt eine Beetschenbindung. Das ist wie bei der Langlaufski Adi, das ist ähnlich, oder? Jawohl. Siehst du, hast vorne einen Haken. Ah, ja, so. Ja. Und den hängt man dann da rein. So, oder? Dann ist hinten freie Ferse. Jetzt da rein, das ist jetzt ein Holzski, aber mit Alu aufplattet. Und in Spitz auslaufend Aluminium. Jetzt das hier zum Beispiel, das ist ein Alu-Ski von der SIG. Ah, das ist ganz Alu? Ganz Alu, ja. Und von wann ist denn der? Der ist aus der 25. 1925, ja. Ja. Und das sind so Spezialitäten, da einzelne. Ja. Da hat es keine einzige Bindung, die ich je überhaupt gesehen habe. Wenn kommt denn ein süßer Jahrgang? Ja, später. Ich habe immer gemeint, man sagt, irgendeine Flexbindung oder irgendwie so. Ja, das kommt da hinten. Aha, das ist jetzt alles noch 1800 hier? Ja, das ist 1800. Das hier, das ist ein Voll-Aluminium-Ski von der Zeppelin-Flugzeugwerk. Sackschwer. Und da ist, wenn du gewisse Temperaturen kannst, bist du nicht einmal Ski fahren, weil du gerade Klepp bist an der Piste, oder? Und der da hat eine Alu-Sohle drauf, auf zwei Schienerli, Schwalbenschwänze. Jawohl. Und da sind nur an diesen fünf Nieten ist der angemacht. Das kann also nachher laufen wie schwimmender Boden, oder? Das ist so. Und da hinten, jetzt musst du da schauen. Entschuldigung, ja. Das ist da. Das ist wirklich das Bild. Ja. Weil die Schienen sind einfach nur da bis da vorne. Jawohl. Und ist nur vorne angemacht. Da ist eben das Ding eingefahren, oder? Ist einfach die ganze Platte los, nur vorne angemacht, oder? Ja, so. Hätte er so eine Platte können wegspringen, wenn es dumm gegangen ist? Nein, eigentlich nicht. Weil die auf den Schienen ja gelaufen ist, oder? Aha, ja. Denn das hier sind Langlaufski. Deutsche Wehrmacht, Zweiter Weltkrieg. Die haben Spezialschuhe, die sehen wir dann nachher noch. Dann sind sie da zu Russland rumgesickelt. Du hast schon Langläufler? Nein. Denn das hier siehst du, die zwei, das sind englische Ski, ja. Komm.
Die haben jetzt eben, wie du gesagt hast, vorher unten eine Metallplatte. Jawohl. Und oben Holz. Jawohl. Jetzt schau, jetzt kommen wir langsam zu diesen Bienen, wo wir ein bisschen bekannter vorkommen. Genau, ja, ja. Und da hat es auch noch etwas, so Kantenhaarbindung, weißt du, so quasi eine halbe Sicherheitsbindung, die dann wie ausgehängt hätte sollen, hat man uns dann gesagt. Ja, hätte so. Hätte sollen? Hätte sollen. Ja. Hat nicht immer geklappt, nein. Gell? Da ist vorne am Schuh das. Und dann kommt das von hinten in die Aussparung. Oder? Und dann hast du... Du musst im Schuh das drauf haben. Ja, das musst du im Schuh vorne drauf haben. Jawohl. Und dann hast du... wenn du seitlich umkehrst, je nachdem geht es auf, oder? Ja. Und wenn du frontal stürzt hast, dann geht hier hinten, das ist so zusammen ineinander. Jawohl. Geht das auseinander und dann spielst du auch in den Schnee. Also eben sollte? Nein, das tut. Das tut. Das und hast du einen Bänder gehabt, weißt, am Schuh, damit der Schein nicht ab ist? Nein. Ja, selbst hat man dann schon noch hergekommen. Also. Ja. Also die Bindung, sagst du, die hat dann funktioniert, sicherheitsmäßig. Goodman, das ist eine amerikanische Bindung. Jawohl. Das sind jetzt halt schon Sicherheitsbindungen. Hast du die da daneben da, dort? Ja? Die auch. Ja. Das ist eine Sicherheitsbindung. Ja. Da geht die ganze Platte weg. Aha. Das ist eine Frakte. Und das heisst jetzt 1920, oder? Ja, um das Summe. Das ist ein Abfahrtski, was so zu Molitorszeiten hatte. 50 Jahre. Hoi. 225 oder was? Ja, um das rum. Ja. Denn der hier hat Spezialbindung. Siehst du, das ist der erste Markerkopf, den es gegeben hat. Der Duplex. Genau. 1952. Ja. Noch ist der Simplex gekommen. Wie der hier. Welches ist der Simplex? Der mit der blauen? Mit der blauen. Das ist eigentlich eins weiter hinten. Jawohl. Und das ist jetzt der links neben dem blauen, das ist eine Nevada. Das ist eine Nevada, ja, mit dem Drehteil. Genau. Da haben wir nämlich dann noch, irgendwie vom Wammen her, hat man einen Stolz gehabt, wenn man eine Nevada hatte. Ja. Jetzt das ist ein Alu-Phosphor-Ski, ein amerikanischer 1941. Ja, das sieht noch gut aus. Ja. Und da hat das, was ist das da für eine Bindung, die der da drauf hat? Das ist ein normaler Kabelzug, das ist Flex. Ein Flex-Kabelzug, ja. Der hatte ich am Anfang. Herr Janika, wenn du auf die Schnorre gefallen bist, ist alles pickelhart dran geblieben. Das ist die erste Tirolienbindung, Sicherheitsbindung, die es gegeben hat. Ja. Denn die hier, Ski, der Rot, Weiß, Blau, Schwarz, das sind Lord-Ski, die hat man zu Ragaz gemacht, Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Ah ja, genau. Ragaz hat natürlich noch eine Tradition mit den Lord, genau. Aber die Bindung ist was für eine auf dem Roten? Tirolia, ja. Wenn man denkt, das hat sich jetzt in den letzten 100 Jahren unglaublich entwickelt, oder? Siehst du, da bist du drin, das ist fix. Und das kannst du dann verstellen, da, dass die Magnete aufeinander sind. Na komm, jetzt mach das nochmal. Also musst du natürlich da einstellen, wegen dem Ding. Und wie hast du denn das eingestellt, aufs Gewicht und Zeug und Sachen? Das hast du schon ein bisschen probiert. Ja, das hast du, du musst da den Deckel wegnehmen und so. Ja. Und dann hast du das können einstellen unten. Ja. Das ist das Zeichen gewesen, dass die Nationalmannschaft die gleiche Modell gefahren hat. Hast du alles selber ins Flicken gebracht? Nein, ich hatte dann noch ein Schlosser gehabt, wo man dann auch geholfen hat, etwas zu rekonstruieren. Mhm. Jetzt die, mit den Scheiden, die die gehabt hat, der ist um die Jahrhundertwende Holmenkohlensieger gewesen. Dreifacher Weltmeister im Skispringen. Herkules nochmal. Und das sind wieder die. Also mit diesen Ski ist der Holmenkolle. Ja, weißt du, da fehlt jetzt der Riementeil hin. Jawohl, ja. Aber gleich vorne ist es so gewesen mit dem Riemen, oder? Ja, ja. Ja. Das sind Rohlinge da. Siehst du, die sind. Das fängt so gesagt. Jetzt sieht man, das ist echt, ja. Und dann sind sie noch behandelt worden nachher. Ja. Dass sie alle so lange gekippt haben. Wie lange hat denn so ein Ski gekippt? Das ist so ein Holzski. Ja, kommt auf an, wie gefahren, bis du umgekippt bist. Siehst du, das ist jetzt. Das ist ja noch kein Felker ganz früher.
Dann hat man das wie eine Salami eingepackt. Hier. Dann hat es das dann gekippt im Schnee mit Auflaufen. Ja. Und da brauchst du die Länge dreimal vom Ski, um das zu machen. Hier. Die Schnur, oder? Ja, du musst ja wissen, wie. Ja. Ja, aber eine saugute Idee. Hat es gekippt, weißt du das? Ja, das hat schon da. Siehst du, das ist jetzt auch ein Rolling, der ist jetzt noch nicht gebogen. Jawohl. Ah, ich werde zuerst gesägt und dann gebogen. Ja. Aber ist das ein Holz? Das ist nicht geschichtet, nein, gell? Nein, das ist ein Holz. Gibt dann schon auch geschichtet. Jawohl. Woher ist es so das? Aus welcher Produktion ist das noch? Das ist Jakob und Glarus. Ah, okay. Das ist Katalog 1890, die Ausrüstung. Ja. Dann nachher kommt hier 1900, 1910, 1914, 18, Erster Weltkrieg. Das sind Kataloge, die ich dir auch bezeugen kann? Nein, das habe ich niemals gemacht. Wenn die Leute können sich das besser vorstellen. Aha, ja. Das ist auch 1910, 20. Jawohl. Das ist 1930. Zweiter Weltkrieg, 40, 50, 55, die erste Metallski, ja. 60, Molitorschuhe und Atomic mit Langriemenbindung. Was ist das? Molitor? Ja. Das ist ja wie Mutter von der Hinges heisst ja Molitor. Sind das etwas Tschechische? Ja, nein, die haben nichts zu miteinander. Ah, nichts miteinander. Das ist der 1970, oder? Ja. Und der Prospekt hast du auch gemacht, wenn das Leute herkommt, um das zu zeigen? Ja, wenn etwas will, oder? Ja. Ich könnte mit den Kleidern, die ich habe, sicher etwa komplett 30 Leute ausstatten, oder? Ach, könntest du? Ja, du hast viel gemacht. Du hast ja, muss man schon sagen, Coiffeur ist ein strenger Beruf, gell? Du musst immer eigentlich dort sein, viel Präsenz natürlich. Ja, stehen den ganzen Tag. Ja, stehen und einfach noch streng. Also ist es vielleicht auch noch, das ist die Fitness, die man noch hat, das, wo man Coiffeur ist, weil man gleich viel auf der Beine ist. Ja, du, das geht wie jedes Fitness, mit der Zeit geht das bergab, wenn du es nicht immer brauchst. Ja, oder? Ja. Aber hast du sicher auch Nächte, wie solltest du mal da durchgemacht, oder? Nehme ich an. Ja, mal studiert und etwas hast, bist du wieder in den Sinn gekommen. Bist du vielleicht noch mal aufgestanden, und schauen, was man jetzt machen könnte oder so. Ja, wenn man einen Skiclub abzeichnet, dann hast du Werkzeug. Ja, du hast gesagt, es sei einfach normal, wie man es hat, aber man sieht dann ein Werkzeug an, du verstehst es. Also, ja, ich meine, um es aus hast du nicht einfach da, oder nehme ich an? Nein, das ist zum Brauchen da. Siehst du, da habe ich. Das ist alles Sattlerwerkzeug da zum Nähen und Schneiden. Ja, das haben wir schon selber gemacht. Ja, bei den Stücken schlaufen wieder und so, wenn sie kaputt sind. Ja. Eben ist schon vom Beruf vielleicht das manuelle Können einen gewissen Vorteil, habe ich mir an. Ja, schon. Und wenn ich als Bub bin ich viel bei einem Sattler gewesen, einfach schauen, oder? Ja. Im Prinzip zu wenig, hätte mehr sollen. Ja. Ja, aber. Also wirklich beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend, dass du da von diesen Ordner von all diesen Recherchen, die du zusammengetragen hast, von den Sachen, die du weißt, ja, und von all diesen Bindungen. Zinnens hast du gesagt, die sind eben nicht schon, ja, dort bei den Rohski zu so 1930 umeinander, gell, eben Bindungen. Oder nein, 50 hast du gesagt, 50, gell? 50, Anfang 60. Ja, ja. Und dann kommen wir da eigentlich eben retour mit diesen Bindungen bis 1890, 90. So, ja. Das mit 1600, was du mal gesagt hast, jetzt dort sind einfach die Riemen gesehen, ja. Fertig aus. Das ist jetzt der da zum Beispiel, der ist gebrochen gewesen. Jawohl. Dann hat man eine Konservenbüchse genommen, hat die ausdengelt, unten her Nägel und oben umgehauen und dann ist wieder können Skifahren. Ah, das hat dann gekippt? Ja, das hebt. Hinten ein bisschen vorgestoßen tut es, aber das, ja. Das ist nicht wie. Ja. Piste, wo heute ist, wo du dann hängen bleibst. Ja, wahnsinnig. Also, super. Und der hier, zum Beispiel das, ist eine Ballattenbindung 1904. Das war auch die erste Ordonnanzbindung der Schweizer Armee. Oh, also eine Tourenbindung, oder? Ja, du bist wie heute auch mehr gelaufen wie gefahren.
Aber das hast du hinten können, weißt, können befestigen können? Nein, das ist fixieren. Das ist lose. Und so bist du noch eingefahren? Ja. Hey, der Fahner mal. Also könntest du Laufböden da ein paar Tiere fahren mit der? Ne? Ja. weil ich auch selber Telemark gefahren bin, dann gehst du auch. Ist ja hinten auch los, oder? Ja. Und wie bist du auf das Telemark gekommen? Also als 51er hast du nicht mit Telemark angefangen? Eigentlich. Nein, aber ich habe das immer gewählt. Ja. Und dann irgendwann habe ich es einfach angefangen, oder? Zuerst mit Militärschuhe und einem Holzschein, weil es nichts anderes gab. Danach ist dann langsam von Amerika her der Markt übergeschwappt, oder? Und die ersten waren dann so schmal wie ein Langlaufski, auch 2,10. Danach sind sie dann breiter geworden mit Platten und so weiter. Und ja, es machen einige noch. Es gibt auch Weltmeisterschaften und so Zeug für Telemark. Wir tun im Anschluss an den Beitrag dann als Nostalgie-Skirennen vom 17. zeigen, vielleicht dann vom 18. Nur noch mal. Es hat zum Teil auch junge, gell? Also junge Frauen und Männer, ja, die wieder früher dran haben. Genau. Und das sind jetzt eben fast oben, he? Ja, das sind, so wie früher hat man gesagt, den armen Leuten-Ski, oder? Aha. Der ist auch ein bisschen gebogen, ist er auch. Ja, zur Form vom Fass, oder? Ah, ja. Also das sind wirklich vom Fass weg, hat man die ja genommen? Ja, da, schau. Ja. Das ist so, da, siehst du, da ist dann der Boden oder der Deckel drin gewesen, ja, und der Scheiß und das andere. Ja, so. Wahnsinnig. Und da schläuft man einfach nur rein? Stehst einfach rein. Da musst du einen guten Stamm haben. Ja. Und nicht können gut aufstehen. Ja, wenn es dich gelismet hat. Jörg, wo sind wir jetzt? Im Magazin. Dort, wo das Museum ist, im Estrich, oder? Jetzt hier habe ich einfach Metallski, Holzski, gewisse Marken, die dabei sind. Dann da hinten sind zum Beispiel, das sind alle Schwendener hier. Heule, das ist ja meine Marke. Das ist jetzt der, wo du gesagt hast, das ist der Touring, ja, wo noch Metall oben Holz hat. Hier sind auch Holz, das sind Kästchen, Fischer, Blitzart, Kneisel. Das ist schon noch ein bisschen der Fach, gell? Was für Ski man hatte. Ja, ja, schon. Also gerade in der Umgebung mit Schwenden sind wir gut dran gewesen, aber die anderen haben dann manchmal gelacht, oder? Gesagt, der Kneisel sei besser, ein Kästchen sei besser. Dann hier hat es, siehst du, das ist jetzt eine Marke Sentis hier. Hier ist noch Uti Head. Hat es für dich damals auch schon so eine Wunschmarke gegeben, wo du selber am liebsten drauf gestanden bist? Ja, Kästchen tut es mal. Kästchen? Ja. Warum jetzt gerade Kästchen? Ja. Kaufst du ein Kästchen, weißt du, was du hast, oder? Bist du mir dann schneller gewesen oder sicherer? Oder? Nein, es ist einfach. Mir hat jetzt das von denen nicht mehr gefallen. Aha. Ah. Siehst du jetzt noch einen Lord-Ski da hinten? Ein Ragazzer. Ja. Das war nicht deine Marke, Lord? Nein, das ist nicht für mein Geld. Das war der erste Telemark-Ski, den ich hatte. Der hat noch keine Platte da unten, nichts. Oder? Wenn du steil im Gelände drin warst, warst ziemlich schräg, dann bist du mit den Backen aufgekommen und hat es die unten rausgezwickt. Oder? Also mit dem bist du selber gefahren? Ja, mit denen bin ich gefahren. Der ist aber noch stylisch, he? Der ist wirklich, der sieht noch gut aus. Ist aber kein Kästchen. Du, woher kommt der? Aber kein Schweizer, oder? Nein, ist kein Schweizer. Und ein Kästchen hast du noch einen da? Kästchen, ja. Das ist dein... Du hast auch noch ein bisschen lange Latte gehabt, he? Ja, zum Teil schon. Design hat schon gut gehabt, das Kästchen. Ja, das war wirklich gut. Oder? Wir haben dann eher gesagt, ein Kneißl war bei uns ein bisschen in. Ja, oder dann ist es reingekommen, Blitzart, oder? Oh, ja, genau. Da ist... Und dann noch Atomic dann und, ja, mit den Bindungen und so. Ja, Atomic ist erst ein bisschen später gekommen, ja, ja, oder? Und ich hatte eine Evada-Bindung, dann bist du es dann gesehen. Die musste haben, sonst hast du nicht dazugehört. Genau, bist du zwar nicht schneller gewesen, aber ist, irgendwie war es gut gewesen. Das ist auch noch ein Kästchen Kombi, Metallski. Das ist einfach ein gutes Wissen, das die haben. Der Schwenner hat dann irgendwie noch etwas nachgeholt, gell? Mit dem Design. Ja, dort, wo der Caravelle ist. Genau. Gut, also gut. Gut war er nicht. Der Pizzol ist jeden Sonntag nicht bei 5 mit der Spitze unter dem Arm runtergelaufen.
Hast du dort noch eine Statistik geführt, dass will das am besten nein, heben? Nein, nein, aber ich weiss, wer wieder einen geschissen hat. Und dann, wenn dann ein, hat er dich kennt natürlich, hat er gewusst, du könntest es noch machen, oder haben sie es nicht gewusst? Haben sie nie gespielt? Nein, sie sind immer im Fuchs runter und haben wieder einen neuen geholt. Aha, ja genau, das stimmt. Hast du denn den Vorteil gewesen, ist in der Nähe gewesen? Ja? Wie war es mit der Lord von Ragaz? Ja, das hast nie so kaputt, nie so spitz ab oder so, hast weniger gesehen. Aber hat er eine kürzere Geschichte als Schwenner, gell? Ja, ja. Schwenner war ja von den 30er Jahren bis 70er Jahren, gewesen, oder? Ja, genau. Und Lord, dann geht es schon über 15, 20 ja, Jahre. Ja, höchstens, oder? Eben. Das waren ja alles Einzelanfertigungen gewesen. Ja. Das ist also das Lager. Ja, ist ein Lager. Genau. Aber ja. Jetzt sehe ich etwas. Fischer. Fischer war der Kundname, der schon ihn war, nicht? Fischer, ja. Der Alu Stil. Und dann der C4. C4. Ja. Wieder Klammer hatte, oder? Oh, ja. Der hat ja genau. Den im Loch noch. Genau. Den sehen wir noch. Genau, den haben wir haben. Mal eine Weile lang, mein Vater war noch so scharf auf Ottier. Das war der Schweizer Marke, ja. Oder? Er war ein ganz Fan von Ottier. Er hatte so einen schwarzen. Ja, aber nicht. Genau der C4, der Fischer. Ja. Aber man hat das Gefühl schon gehabt, gell? Der richtige Ski ist mir ein besser gefahren. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja heute auch, wenn einer nicht gut präpariert ist, ist nicht das gleiche wie einer, der gut gemacht worden ist. Ja. Dann gehen wir jetzt zu ins Museum. Richtig. Also oben drüber haben wir alles Kinderski von selber gemacht bis Plastik. Darunter eine Kante sind Schlittschuhe. Da mit dem Bild zusammen vom Hockeyclub Ragaz aus den 50er Jahren. Hast du schon noch Hockey gespielt? Nein, habe ich nicht. Und da die Pokal? Die Pokal sind da so von Blauschrennen mehr oder weniger. Von dir? Nein, ich habe keine Pokal gesammelt. Da.
Das ist hier zum Beispiel ein Sackwerkzeug, das kannst du auseinandernehmen. Er sieht aus wie ein Korkenzeuger. Ja, du siehst, da ist ein kompletter Werkzeugsatz drin. Du kannst das einspannen und wieder zuschrauben und hat im Hosensack Platz. Also zum Kanten oder? Nein, wenn du etwas eine Spitze abhast oder musst einen Riemen kaputt oder so Zeug. Das kannst du machen mit dem dann? Ja, da ist ein Werkzeug, oder? Hoppla. Oder da unten, das sind vier Dings da, vier die Klemmen. Die tust eine Vorbebindung und eine Hinterbebindung auf eine Skischnalle. Und dann kannst du am Sonntagmorgen in der Stube den Tauchenkurs machen mit denen mit abwiegen. Denn da sind Skiwachs, verschiedene Sorten. Dann unten hat es noch Helm. Das hier, das ist eine amerikanische Flügelbrille. Und nach dem Krieg hatten die Sportgeschäfte keine Brille, Skibrille zum Verkaufen. Dann haben die Deutschen draussen haben die zusammen gekauft und haben sie dann hier in den Sportgeschäften als Skibrille verkauft. Apropos Wachsen, bist du da ein Spezialist gewesen? Nein, ich habe nie gewachsen. Nicht? Ausser wenn es gerade nicht im Frühling, wenn es nicht gelaufen ist. Dann hast du Silber drauf da? Dann hast du Silber drauf da, genau. Und dann hast du so eine Stunde bist gefahren oder zwei und dann hast du kein Silber mehr drauf gehabt. Dann hast du wieder frisch müssen. Genau. Dann hier innen, das sind Sommerski. Die sind kürzer wie die normalen, haben zwei Rillen unten drin. Also Sommerski? Ja, die hast du... Auf den Gletscher? Für einen Gletscher, die hast du nicht so viel müssen auftragen wie mit den langen, oder? Jetzt, das ist ein Heuschi, da hast du zwei gehabt. Das breitet hin? Das breitet, ja. Jawohl. Da hast du vom Maiensäß einfach Esch drauf oder Blachen und hast das Heu drauf und dann runtergezogen im Winter. Dann ist ein zusammenlegbarer Ski hier. Das ist ein Modell, ein Glarner-Modell, Schraner, Oberurne. Hat der, das steckt zusammen? Nein, die kannst du zusammenklappen. Zusammenklappen? Und der dort hinten auch links, ganz ja. Links. Ah, ja, ich sehe es. Hinten da ist eingepackt dort natürlich. Dort sind Scharnier, ja, genau. Genau. Ja, ja. Und dann hebt da? Ist dann das verstrebt? Hebt, das hebt nachher. Ja. Und kannst du das irgendwie dann verstreben, wenn es mal geklappt hast, oder? Ja, da ist oben mit einem Schräubchen müssen runter und dann war das bocksteif. Die Schneereifen mit den Schiele dran, das ist ein Bedämpf von 1906 in der Schweiz. Aber der Ski mit den Schneereifen dran, die habe ich im Internet in England gekauft, den dem Sheriff von Durham gehört, der ist unten noch angeschrieben. Der sieht oben aus wie ein Tennisschläger. Gell? Ein Tag, wo entweder der Nadal gewonnen hat in Australien oder verloren hat. So haben wir es verpasst bei den Aufnahmen. Ja, das ist auch nicht so wichtig. Eben, gell? Du siehst, da ist auch noch mal ein Zebeligpaar hier im Ecken. Jawohl. Ja. Ah, und die Schräubchen tust du, also du legst es zusammen? Dort tust du nur zusammen klappen, dann ist er zusammen. Und dort tust du noch Schräubchen. Da, ah, ich denke da, ja. Ja. Sind das aber keine Schweizer Fabrikate, die klappbaren? Wohl, das sind Schweizer Oberurnen. Aha. Das sind die Schuhe, die du gesagt hast, die gehören dann auf die Bindung da von den Deutschen. Da bist du mit dem Schuh in den Schuh rein, oder? Dass du nicht die Füße abgefroren hast. Ja. Hast du noch doppelbundene Schuhe gehabt? Habe ich noch gehabt, ja. Oben hast du noch etwas zeigen da? Was ist das da? Das sind noch Grasschi da oberst. Ah ja, genau, da kenne ich. Ja. Ist nicht einfach, so mit denen zu fahren? Ich bin nie. Oh, lauf dich verrückt. Das ist eben der einzige Unterschied, dass du die Schnorrigkeit bist grün, so weiss. Sprungschi da. Die lange Latte im Weg hindert. Ja. Ja. Bis zu den ersten, die es gegeben hat. Und selbst sind noch die Schuhe dazu? Selbst sind Schuhe dazu, aber die sind so aus den 60er, 70er Jahren. Und die Latte, die langen, die sind schon älter? Die sind älter. Ja. Der Kneisel, der blau, der ist der gleiche wie bei dem 72er, der Steiner gesprungen ist. Zapperl. Ja. Also das ist schon fast, also von der Länge her, Skiflug schon fast, he? Nicht mehr. 250 rum sind wir. Ja, genau. Ja. Höchst interessant, he? Und eben da steht es wieder Fiss drauf. Das ist ja schon etwas Spezielles, gell? Dass du von der Fiss eben eigentlich einen Award bekommst. Das Ding, die Plakette plus der Brief dazu. Das sind Skeleton hier. Die sind zum Teil sackschwer. Siehst, das sind Schuhe, Skeletonschuhe. Die sind zum Steuern und zum Bremsen, da, die Nägel.
Wahnsinn. Ja, du. Und sicher auch nicht ungefährlich. Nein. Dann hast du einen Poloschläger. Scheibob. Also? Ein Velo. Gimmel eigentlich. Ja, ja, ja. Und hier ist eines von den ersten Kessler-Board. Mit den Schuhen noch. Ja, dann am Monoski gesehen. Ja. Was hat es mit dem auf sich? Ja, da bist ein Ski und bist mit beiden Füßen nebeneinander nur auf dem einen Ski gewesen. Ja, Gleichgewichtsgefühl, gell? Drückt. Ja. Und dort ist ein Monoski drin, wo du nebeneinander stehst, im Breitski bis. Genau, der ist dort in der Scheibe hin. Das ist dort hin, ja. Das ist ein Monoski. Ja. Da stehst du breit nebeneinander auf einem, ja, Ski, aber ohne Erhöhung, gell? Ohne Erhöhung, ja. Was ist echt einfacher? Ja. Ich gehe es nicht ausprobieren. Du. Denn hier sind die neueren Schuhe. Oben sind die Lederschuhe. Das hier zum Beispiel, das ist der erste Schnallenschuh, den es gibt, vom Henke Leder. Vier Schnaller. Ja. Ich hatte damals einen Kaber, glaube ich. So irgendetwas. Ja, ja. Das ist der Reichle Fiberjet. Ja. Den kannst du hier teilen, dann kannst du mit dem Innenschuh gerade weglatschen. Ja. Da hat der Reichel eine Chefin gehabt, ist in der Werbung dann immer noch. Die Chefin hat eine gewisse Rolle gespielt, gell? Ob sie gut können Skifahren. Also, gerade beim Skifahren und bei all diesen Produktspielen, da dann eben die Skifahrer oder gewisse Leute auch eine Rolle, oder? Ja, schon. Jetzt, das ist ein Molitor, angemachter. Der tut es mal so viel kosten, was heute ein Skischuh kostet. Also, so 300-400, ja? Ja, lange nicht. Lange nicht. Und dann hat es auch noch gegeben, weißt du, wo du dann geschäumt hast, hast du mit Schalen, und dann innen geschäumt hast. Jetzt auch, okay. Habe jetzt gar keinen da. Und wenn du nicht gut eingestanden bist und falsch geschäumt warst, dann nachher, ja, bist du es dann gewesen, hat es dann gedruckt. Die Bindung ist etwa 1904. Der Spitz ist, also der Ski ist schon verleimt, handgemacht. Und der hat dem Böstler von Splügen gehört, kann mal einen. Vor 100 Jahren. Also ein Arbeitsinstrument. Ja. Eben, man könnte einen Haufen anschauen, da natürlich, Jörg. Aber eben, wie gesagt, jetzt gehen wir gleich einmal in die Vitrine an. Weißt du, wo der Award hinten ist? Dann müssen wir es gleich einmal sehen. Das ist da, das Blaue da, glaube ich. Gell? Und das ist von der Ski History Association von Amerika. Und das ist noch seltener? Ja, da in Europa weiß ich jetzt nicht, wer schon so einen bekommen hat. Dann bist du da tatsächlich der Einzige. He? Wie sind sie es auf dich gekommen, überhaupt? Ja, weil einer bei mir war von Amerika, der Sammler ist und Schriften macht über die Skifahren, ist bei mir und hat dann das denen weitergeleitet. Und dann haben sie mich angefragt. Das ist ein Rennski vom Russi, der hier. Hoi. Der ist von Bruckmann. Und der ist jetzt eben so einer wie der Klammer gefahren, mit dem Loch oben. Der C4, ja. Der Atomic ist von Hans-Peter Rohr. Das ist ein Downhill-Ski von der Attenhofer. Das ist ein Utti. Das ist ein Kästli. Das ist ein Rossignol. Und das ist das Jubiläumsmodell von der Rossignol Swiss Equipe. Das ist ein Urkunde für gute Skiqualität, die sie gemacht haben in Österreich von den Gebrüdern Harald Schmidt. Unter dem höchsten Patronat ihrer kaiserlichen und königlichen hohen Hoheit, der durchlauchtigsten Frau Herzherzogin Zita. Und das war ein Zitzers, gell? Das war ein Zitzers, ja, genau. Und das war unter ihrem Patronat 1912. Haben die da eine Goldmedaille bekommen. Wenn es jetzt einem interessiert und man noch mehr wissen will und mit in Kontakt treten mit dir, dann kann man das, oder? Ja, kann man. Das heisst, mit anderen Worten, man nimmt Kontakt auf und dann hat schon 5 bis 6 Leute, mag es leiden. Ja, wenn die Pandemie einmal wieder vorbei ist, das oder ist ja doch ein bisschen. Genau. 5, 6 oder weniger, nicht? Ja. Dann halt auch, würde ich sagen, dann tun wir ja anmelden, oder? Ja.